Hallo und herzlich willkommen. Ich fahre schon seit vielen, vielen Jahren 3D-Kennzeichen, weil ich sie einfach cool finde. Und in diesem Video möchte ich dir mal die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten zeigen. Und weil ich so oft nach einem Rabattcode gefragt werde, erfährst du diesen auch in dem Video, wenn du auch mal ein 3D-Kennzeichen an deinem Fahrzeug fahren möchtest. Und zwar gibt es das quasi Standard-Kennzeichen, auch in der Standardlänge. Es gibt auch noch kurze, kann man beim Bestellprozess auswählen. Nämlich in dem normalen Schwarz. Das ist nämlich auch matt, finde ich auch richtig cool und schön. Das ist einfach klassisch, sticht nicht so auch raus und ja, ist einfach die perfekte Lösung, wenn man ein 3D-Kennzeichen haben will oder auch für den Einstieg. Letztendlich habe ich auch damit begonnen und ja, war immer sehr, sehr zufrieden. Jetzt beim Porsche habe ich mich für Hochglanzschwarz entschieden. Es ist einfach nochmal satter und sticht schöner raus, glänzt und naja, funkelt ein bisschen. Finde ich schöner, habe ich nämlich beim Porsche gewählt. Auf dem RS3 jetzt noch, beziehungsweise ist er schon abgemeldet, habe ich Carbon. Jetzt hier auch mal ein kurzes Kennzeichen zum Vergleich von der Länge, schon ein Stückchen kürzer. Aber es kommt immer natürlich darauf an, was man vom Autohersteller her für eine Grundplatte hat, auf die das Ganze dann montiert werden muss oder für welche Befestigungsart man sich unterm Strich dann auch entscheidet. Deswegen habe ich mich für die lange Länge entschieden, auch wenn es lang ist, aber ja, ist so, weil es im Endeffekt schön auf den Träger passt. Und hier sieht man letztendlich Carbon, also das Kennzeichen hat jetzt auch schon ein bisschen was hinter sich, ist immer noch wunderschön. Ist einfach cool. Also wenn man auch gerade Carbon am Fahrzeug hat, wie jetzt ich am RS3, die Spiegelkappen, hinten der Heckklappenspoiler. Coole Sache, wenn man es im Kennzeichen fortsetzen kann und finde ich auch sehr, sehr schön. Zu den Befestigungsarten am RS3 hatte ich nämlich Klett gewählt. Also meiner Meinung nach richtig cool, weil man es überhaupt nicht sieht. Es sieht ja trägerlos montiert aus und dann gibt es ja noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man es festmachen kann mit Magnete oder so abnehmbaren Haltern. Jeder, wie er möchte. Und nun zur wahrscheinlich wichtigsten Info für dich, meinem Rabattcode, wo du dir 15% sparen kannst bei 3D-Kennzeichen, nämlich mit Queen. Das ist mein Rabattcode, wir blenden es auch gleich noch ein. Und dann kannst du dir auch dein Kennzeichen bestellen, sobald es bei dir ansteht. Oder natürlich auch, wenn du jetzt schon ein Fahrzeug hast mit normalen Blechschildern, kannst du auch einfach auf die Zulassung gehen, die neuen Schilder zulassen. Einfach mal auf der Kfz-Zulassung fragen. Und dann kannst du einen Termin ausmachen und auch dein 3D-Kennzeichen anmelden. Weil die sind zugelassen, die haben alle diese EU-Prüfnummern hinten drauf, diese DINs und kein Stress. Also brauchst wirklich keine Angst haben. Genau. Damit wünsche ich dir allzeit gute Fahrt natürlich mit deinem neuen 3D-Kennzeichen und mach's gut.